wissen bisher, dass sich alle Familienangehörige kurz vor dem Unfall auf einem Parkplatz getroffen haben. Dort legten sie noch eine gemeinsame Rast in der Nachtzeit ein, wobei der 19-Jährige mit dem 7-Jährigen den Seat Ibiza besetzte und als erster von diesem Parkplatz losfuhr. Wenige Minuten später sind dann diese Familienangehörige in dem zweiten Pkw an der Unfallstelle vorbeigekommen. Das heißt, sie haben zunächst den Lkw, der beteiligt war, erkannt und hielten an der Unfallstelle an und haben dann auch direkt den 19-Jährigen in seinem Pkw gefunden.